Hallo Klickenabendler, wir sind in Essen auf das Spiel 2022, neben mir ist der Oliver. Hi. Hallo, grüß dich. Wir sind beim Zoch Verlag und wir haben eine Neuauflage, Burg Appenzell, das jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ja, 15 Jahre. 2007 haben wir es zum ersten Mal rausgebracht und es war damals ein sehr schöner Erfolg. Ist ja auch ein niedliches Spiel und irgendwann ist es halt mal aus dem Programm gefallen und dann haben wir aber so viele Nachfragen gehabt. Was ist eigentlich mit dem Spiel, das mit den Mäusen, wo die immer reinfallen, wo man Käse sammeln muss? Und wir haben gesagt, ja, eigentlich ist es auch an der Zeit und wir machen es nochmal neu. Ich kann mich da noch ziemlich gut dran erinnern, weil ich meine, das war das Spiel, wo ich dich kennengelernt habe. Ja. Und genau. Ich war zu Gast beim Zoch Verlag und wir haben alle möglichen Leute interviewt und da waren wir noch ganz neu. Und da wurde dann auch erzählt, dass der eine von euch, ich glaube, der im Traum dann, dass wir den Käse haben wollten. Der Chef damals, der Albrecht Wehrstein. Genau. Wir haben zuerst eine Ritterburg gehabt. Ja. Und es ist ein schönes Thema, aber es ist halt eins, das man schon immer hatte. Und der Zoch Verlag versucht ja immer ein bisschen schräg anders zu sein. Und dann hatte der Albrecht diesen Traum, dass diese Burg aus Käse bestünde. Er isst halt gerne, ne? Und hat wahrscheinlich zu viel Wein am Vorabend und zu viel guten Käse. Und dann hat er gemeint, diese Burg ist jetzt aus Käse. Und dann musste der Illustrator alles umzeichnen. Aber der Viktor ist da ja sehr gutmütig und er macht das dann einfach. Und es war eine wunderbare Sache, weil es ist eine schöne Geschichte. Das gucke ich dann gleich mal beim Schneiden mal raus, wenn es die Videos noch gibt. Ich gehe davon aus, verlinke ich die dann mal hier. Dann seht ihr noch damals mal den Zoch Verlag, das Special, das weiß ich noch. Aber es hatte doch keine grauen Haare. Das war schon 15 Jahre her. Ja, ein tolles Kinderspiel. Mhm. Material wurde fast gleich behalten. Es ist fast gleich. Das Einzige, was sich geändert hat, wir haben hier diese interessante Wanne, die dann beim Wegpacken sehr behilflich ist. Man legt das ganze Gitter mit den Dächern einfach, man hebt es hoch und legt es in die Wanne rein und die Wanne wird dann hier oben platziert und schon ist alles schön rutschfest verstaut. Das hilft wirklich. Ja, beim alten Spiel hat man es so manchmal zur Seite gelegt und hat dann das Material in die Löcher getan und dann musste man immer das Gitter rausnehmen und dann die Teile einzeln etc. Ja. Verstehe ich vollkommen. Hilft auf jeden Fall, das schneller aufzubauen. Genau. Gut. Ja, um was geht es? Jeder Spieler hat 4 Mäuschen. Und platziert schon mal eine davon in einem Turm. Das ist Startaufstellung. Wenn ich jetzt dran bin, kann ich 4 Aktionen machen. Ich kann wählen aus eine diagonal oder waagrecht angrenzendes Dach aufdecken, da reinzuschauen. Ich kann mit meiner Maus ein Feld ziehen, das ist eine Aktion. Referiert mit Käse. Ja, mit Käse. Denn das Ziel ist es, 2 Mäuse auf das gleiche Käsesymbol zu bekommen. Schaffe ich das? Dann bekomme ich diesen Käse als Plättchen, lege die vor mir ab und wenn ich 4 Stück habe, habe ich gewonnen. Was man auch noch tun kann, ist, es ist immer ein Kärtchen übrig, damit die Bodenteile der Burg zu verschieben. Man sieht hier überall solche Flaggen. Dort kann man, wo man will, einschieben. Und da kann es natürlich auch sein, ich meine, es ist eine Käseburg, da gibt es Löcher, dass die Maus im Loch verschwindet. Das macht natürlich ein Gegner. Wenn man 3 Mäuse verloren hat, endet das Spiel sofort vorzeitig, weil man kann ja kein weiteres Käsestück mehr bekommen. Und dann hat derjenige gewonnen, der die meisten bis dato hat. Schieben darf man nur einmal. Gehen und aufdecken darf man mehrfach. Man darf also 4 Aktionen darf man kombinieren. Räume, die nach dem Zug leer sind, werden wieder zugedeckt. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen merken, wo was ist. Wo was ist. Also man sieht da, ja, jetzt haben wir hier zum Beispiel, noch haben wir keine 2 gleichen gefunden. Ach je. Ach du meine Güte. Ach hier, ja. Ne? Wenn ich es schaffe, hier eine Maus hinzubuxieren und hier bekomme ich den Gorgonzola. Ist ein total süßes Kinderspiel. Ich habe es damals als Erwachsener super, super, super gern gespielt. Ja, manche Leute spielen so, dass sie die anderen immer nur ins Loch befördern wollen. Ja? Das sind die Fiesen. Das sind die besonders fiesen Spieler. Also haben wir noch erwähnt, wann man gewonnen hat? Wenn man 4 Käseteile hat. Ah, hast du gesagt. Genau. Ich habe es damals, wie gesagt, sehr, sehr gerne gespielt, hat mich ein bisschen ans verrückte Labyrinth erinnert, hat aber ja diesen
Memo-Effekt, dass ich mir merken muss, genau, und den fiesen Loch-Effekt, richtig, und hat ein total süßes Thema. Ich habe es wirklich sehr, sehr, sehr abgefeiert, das Spiel damals. Und jetzt sehe ich gerade, es ist ab 6 Jahre. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Kleine daheim, die zwar 4 ist, aber es ist ja ein Vielspieler 4, ja, sich demnächst mal darauf freut, das zu erkunden und daran ganz viel Spaß hat. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es gibt auch noch einen Test von damals online, ganz viele Videos von damals online. Ihr seht, gute Klassiker gehen nie verloren. Und ich glaube, es gibt inzwischen ganz viele Kinder, die das nicht mehr kennen. Woher auch? Also ja, können, genau, sie ja gar nicht. Die freuen sich dann, den Papa ins Loch zu werfen. Zum Beispiel. Und ist, das Spiel bringt bei mir natürlich noch ein Revival zurück an 2007. Ich habe gerade gesagt, jetzt stelle ich gerade fest, wie lange ich euch schon kenne. Oder dich vor allem. Ja, und den Verlag. Man wird alt. Da war ich noch in München damals. Aber spielen hält jung. Definitiv, definitiv. Ein absoluter Tipp für einen Weihnachtsbaum. Ein klasse Kinderspiel, was endlich wieder verfügbar ist. Und ich hoffe, ihr kauft das dementsprechend viel. Es gab mal früher noch eine Erweiterung. Weil wenn das sich gut verkauft, bin ich mir ganz sicher bei den meisten Verlagen, dass die vielleicht auch wieder in Handel kommen. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß.